Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Diamant. Im letzten Part haben wir den Herrn hier links von uns und die Dame hier oben besiegt. Und jetzt gucken wir mal, ob die restlichen Herren und Damen auch gegen uns antreten wollen. Wir hatten eine hitzige Debatte über Pokémon, wie Sammler das eben tun. Anscheinend schon, der Herr auf jeden Fall. Was hat er denn anzubieten? Ist auch ein Sammler Andolin. Der andere hat ja die ganze Zeit Mogelbaum und er hat Pantymos. Lass mich raten, der hat jetzt 3 Stück davon. Oh Gott, wäre das langweilig. Ich habe übrigens die Batterien meines Controllers ausgetauscht. Der war tatsächlich, sehr geleert, was die Energie anging. Und das heißt, wir können jetzt jede Menge Spaß mit Pokémon haben. Über Stunden hinweg, über Jahre. Was ist denn das für eine Aufzählung? Stunden, Jahre, da kommt doch was dazwischen. Naja. Ich glaube, der Sinn ist verstanden worden. Ja, er hat echt 3 Pantymos. Wow, sind das 2 langweilige Typen. Aber Mogelbaum und Pantymos, zumindest die Vorentwicklungen, kommen in diesem Spiel bisher sehr, sehr viel vor. Haben die Entwickler da einen geheimen Fetisch oder... Also, haben sie den da entdeckt oder... Ich weiß nicht. Also, die gehen auf jeden Fall total ab auf ihre Baby-Evolutionsstufen, die sie wohl hier in dem Teil sehr viel etabliert haben. Also, da gehen die ja total drauf ab. Aber es ist halt schön, auch irgendwie zu sehen, was die Entwickler... Es spiegelt ja die Entwickler auch ein bisschen wieder. Es zeigt ja, hey, so denken die Entwickler ein bisschen. Also, die wollen uns... Guck mal, die wollen uns das dick auf die Nase binden, was sie Tolles haben. Ist ja auch okay. Also, sage ich ja gar nichts gegen. Es ist ja nicht nervig oder so. Es ist ja nett. Und damit das Andolin besiegt. Wissen allein ist noch keine Garant für den Sieg. Ja, Wissen allein ist gar nichts, denn nur wenn Wissen auch angewendet werden kann, bringt es etwas. Hey, hast du die ganzen Enton draußen gesehen? Enton sind Pokémon, die an chronischen Kopfschmerzen leiden. Ich fürchte, wir müssen abwarten, bis es ihnen besser geht. Sei gegrüßt, Reisender. Manche unserer Kunden sind ziemliche Rüpel, die immer kämpfen wollen, aber achte nicht darauf. Ich hab dich schon fertig gemacht. Wie geht's dir? Was darf sein? Ha, ist egal, was du willst. Wir haben sowieso nur Kumu-Milch. Eine Flasche kostet 500 Pokédollar. Möchtest du eine? Nein. Na gut. Es ist ja nicht so, dass wir nur Kumu-Milch geliefert bekämen. Nein. Wir servieren absichtlich nichts anderes. Da sind wir eigen. Ihr stapelt den Rest im Keller und sauft ihn selber leer, oder was? Was ist das für eine Geschäftstaktik? Wow. Da geht's nach oben nach Elises und unten nach Trostu. Wo sind denn wir genau auf der Karte, wenn ich das mal... erfragen darf. Ah, hier sind wir. Und da geht's nach Schleide. Wo ist denn... Trostu ist hier. Und Elises ist das hier. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, verstehe. Aber wir müssen nach Schleide. Weil... Naja, müssen wir wahrscheinlich nicht. Aber wir wollen ja den Orden, oder? Damit wir Stärke auch einsetzen können. Ich bin ein Schatzsucher. Heute ist die Beute ein Sieg gegen dich. Ah, ich glaube, da brauchst du ein bisschen anderes Buddelwerkzeug. Für, da wirst du mit dem, was du da hast, mit deinem Bronze und so, da wirst du nicht weit mitkommen. Ich bin ein Ausnahmetalent, was die Trainergemeinde angeht. Ich bin so quasi das Nonplusultra mal 2. Also ich bin wirklich... Nee, kommst du nicht gegen an. Da brauchst du dich auch gar nicht schämen. Da haben schon ganz andere Größen sich dran versucht. Trainer Rot, Gary, der Siegfried. Ja, so viele Größen, ich überlege gerade, wer im dritten Teil nochmal der finale Endboss der Pokémon-Liga war. Wir sind eingeschlafen, wie ekelhaft. Wer war der finale Endboss in der Pokémon-Liga der dritten Generation? Eigentlich peinlich, weil ich derzeit noch dabei bin, das Let's Play hochzuladen. Aber ich habe es halt schon fertig aufgenommen. Es sind halt auch noch einiges an Parts. Ich glaube 12 oder so zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ist eigentlich total unwichtig. Wer ist denn da nochmal... Nee, Vasili ist nur in Pokémon Smaragd der Endgegner, glaube ich. Was, Troy? Genau, Troy war's. Troy habe ich besiegt, also auch eine Größe für sich. Ey, du wirst hier kein leichtes Spiel mit mir haben. Überlegst dir nochmal, ob du dir das auf die Kappe schreiben willst, dass du mich irgendwie ausbuddeln willst. Oder willst du mich angraben oder anbaggern? War das deine Intention? Das können wir auch ganz doll knicken, ganz weit. Tut mir leid, ich find's übrigens niedlich, das Bronze, das sieht durch diesen Kreis in der Mitte, sieht es so aus, als würde es die ganze Zeit grinsen, so lächeln. Das sieht total niedlich aus. Irgendwie schön. Es regnet weiter. Sch
Schilterus kenne ich nicht. Tut mir leid. Ich kenne nur Uterus, aber ich glaube, das ist was anderes. Nee, Schilterus ist das jetzt. Boden, das sieht sehr nach Boden aus. Ich werde mal keine Elektroattacken einsetzen. Das ist nicht sehr effektiv, okay. Ich habe vergessen, die Tabelle aufzumachen. Egal, den Part schaffen wir es auch ohne. Ich wollte jetzt gerade meine Tabelle aufrufen, mit was effektiv gegen was ist und so weiter. Dann könnte ich herausfinden, was ist alles gegen Biss und, gegen Unlicht, geschützt und dann den Typen vielleicht herausfinden. Aber er scheint kein Boden zu sein, weil sonst würden Elektroattacken gar nicht funktionieren. Also wahrscheinlich vom Typ Stahl. Verhöhner. Luxor fällt auf Verhöhner hinein. Das bewirkt was? Ich weiß nicht, was Verhöhner macht. Tut mir leid. Da muss ich mich als anscheinend dumm outen. Anscheinend, weil ich habe da jetzt nichts mitbekommen. Wir sind bei vollen KP. Was hast du noch? Hast du noch irgendwas, du Trainer? Nee. Der Runemaniac Kengo. Ich kann nicht gewinnen. Du bist einfach eine Nummer zu groß. Ja, das habe ich dir doch auch versucht zu erklären. Aber du musst ja direkt wieder da mit den Bagger-Tipps ankommen. Wir haben einen Ether gefunden und den kleinen netten Läufer, den werden wir uns jetzt direkt mal... Hallo? Ey! Alter. Zwischendurch gehe ich auch langsamer. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Okay, der will nicht mehr kämpfen. Was dir angetan wurde, das füge auch anderen zu. Der Gegenstoß, das ist gut für Pokémon-Kämpfe. Aber im wirklichen Leben, da würden die Kämpfe kein Ende nehmen. So viel steht fest. Themen 66, das haben wir doch schon auf Apollo, mein Guter. Verwende sie nach der Aktion eines anderen und die Kraft wird verdoppelt. Ja, das hat unser Apollo schon, aber danke. Wenn wir es irgendwann aus Versehen mal verlernen, dann können wir es wieder erlernen. Du willst doch sicher kämpfen. Ja, du willst kämpfen, du Rocker, du. Nee, Karate-Tiger. Bewundere die Schärfe der Attacken meines Kampf-Pokémon. Aber die Musik klang gerade sehr rockig. Darum habe ich ihn so genannt. Willy Bunkel. Oh, das ist ja cool. Das sieht aus wie so ein kleiner so eine kleine Kaulquappe. Auf zwei Beinen. Sieht ein bisschen sehr, unter Einfluss mancher Substanzen. Ja, so sieht das aus. Aber es sieht cool aus. Gefällt mir. Sind das Schwimmflossen? Das würde meine Kaulquappentheorie ja ein bisschen verstärken. Angeberei. Unser Angriff steigt stark und dafür sind wir verwirrt. Ja, das kennen wir schon. Ich würde aber lieber einfach nicht verwirrt sein und ihn einfach jetzt den Gnadenstoß... was für ein Stoß ich da rede. Den Gnadenstoß erteilen. Aha. Verdammt. Aua. Dadurch, dass er unseren Angriff auch noch erhöht hat und wir mit einer normalen Attacke angegriffen haben, ist, glaube ich, das Selbsttreffen stärker gewesen. Das ist sehr schade. Ich will das jetzt aber mit Tackle zu Ende machen. Der regt mich zu sehr auf. Luxtra, du greifst an. Brave Luxtra. Kriegst ein Leckerli. Kriegst eine Beere oder so. Irgendwann mal. Ah, nee, du kannst dich ja selber heilen mit deinem tollen Seegesang. Sönke. Du hast die Attacken abstopfen lassen. Oh, er heißt Sönke. Hallo, Sönke. Da war ich schon. Boah, aber ich war doch gar nicht da oben irgendwo. Warte, Moment. Moment. Oh, da ist nur ein Honigbaum. Wow, hätte ich da zuerst geguckt. Hätte ich jetzt Zeit gespart. Aber gut, man kann nicht alles wissen. Gerade wenn man es noch nicht gespielt hat, dann kann man es halt einfach nicht wissen. Also ich hab's... Scheiße, ich hab's ja schon mal gespielt. Aber ich hab's mir nicht gemerkt, das ist ewig her. Das zählt nicht. Ich bin eine Ausnahme. Hallöchen, du Karate-Mensch. Du sagst, ich wäre eingedöst. Das habe ich nur vorgetäuscht. Ja! Und warum? Machst du einen auf DCV-DNS oder was? Oh, DCV-DNS ist so toll. Ich mag den. Der hat so einen tollen Humor. Und er ist halt einfach ein Troll. Und er trollt TV Total, er trollt die großen Fernsehsender. Jetzt war er auch bei Grip oder so, was ich... Keine Ahnung, auch wenn es RTL 2 ist, aber
diese Sendung einfach wegen DCVDS war sie einfach himmlisch. Also, ich habe mit nur den Beitrag mit DCVDS und den und Motrip war es, glaube ich, und B-Tight, genau, habe ich mir den Beitrag angeguckt. Da ging es darum, wer der schnellste Rapper Deutschlands ist. Und zwar nicht im Double Time, sondern im Autofahren. Und DCVDS hat einfach mal auch gewonnen. Und das war, wow, guckt euch das an. DCVDS ist ein grandioser Sprechgesangskünstler. Es klingt auch toll, was er macht. Inhaltlich sind seine Texte, nicht alle, aber viele sind davon auch inhaltlich sehr ansprechend. Klanglich, also vom Klang her finde ich sie auch sehr schön. Gerade, solange die Nutella nicht nach Kacke schmeckt. Ich glaube, so heißt der Track. Nee, nach Scheiße schmeckt, so heißt er. Aber im Track sagt er Kacke, ich weiß nicht warum. Ja, der klingt sehr, sehr toll und auch sehr anders. Und da ist auch der Inhalt ziemlich zutreffend, wie ich finde. Ein schöner Musiker. Ich mache hier einfach mal Werbung für ihn. Das wird ihm wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber ich, ja, vielleicht kann ich einem von euch da draußen diesen Künstler näher bringen und vielleicht findet ihr Freude daran. Und das ist auch immerhin was Schönes, was man nicht, verachten sollte. Boah, warum schaffe ich die denn alle nicht mehr mit einem Schlag? Ich verstehe das nicht. Was mache ich falsch? Oh, ich muss mal bald wieder leveln. Au. Es regnet weiter. Oh, es regnet weiter. Eine Tackle. Oder ein Tackle. Ich weiß nicht. Ein Tackle, der Tackle, das Tackle. Die Tackle nicht. Oder? Doch, könnte auch alles drei könnte sein. Ich weiß es nicht. Gibt es da eine offizielle Form? Medite, wow. Der hat echt nur Kampf-Pokémon. Ist ja auch ein Schwarzgurt Alfred. Los, Medite. Funkensprung. Überleb es. Irgendwie nicht. Haha, ich bin so böse. Ich gebe dem gegnerischen Pokémon Befehle. Und, verdammt, es hört nicht richtig zu. Ich habe gesagt, nicht. Du musst auch zuhören, Bitch. Willenslaser. Ja, jetzt, ich habe dir doch meinen Willen schon genannt. Dummes kleines Viech. Tackle. Nein, es scannt mich. Ja, toll, ich habe E-Tackle eingesetzt. Das ist nicht wirklich so eine große Verschwendung. An AP, glaub mir, die Zeit, die du da rausgeschlagen hast, die hat sich nicht wirklich gelohnt. Also die hat mir nicht wirklich geschadet. Und jetzt bist du sowieso down. Glucks. Wie soll man Glucks machen? Ne, das wäre eher so. Ja, keine Ahnung. Fausttafel verstärkt ganz sicherlich Kampfattacken. Auf der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Zwei Wesen von Zeit und Raum wurden aus dem ursprünglichen geboren. Sind das sowas wie kleine Sammel-Items? Boah, nein. Ich lese mir... Wow, diese Tipps, die sind so... Nee. Ich lese mir die nicht mehr durch. Die sind mir einfach zu... Ja, da sollte mal was Interessantes stehen. Also was ich nicht weiß. Ich weiß ja garantiert nicht alles über Pokémon, aber alles, was da steht. Boah. Ja, komm, lassen wir es mal auf... Ist es jetzt ganz schnell? Nee. Verdammt, ein wildes Pokémon. Ein Abra! Yay! Dich haben wir schon mal gesehen in diesem Let's Play. Ziemlich am Anfang. Glaube ich. Also ich weiß, dass es dich da gab. Ob wir dich gesehen haben, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Aber jetzt bist du auf jeden Fall drin. Und jetzt bist du auch wieder draußen. Tschüss. Noch ein wildes Pokémon. Bonita, dich haben wir aber auf jeden Fall schon mal gesehen. Und du bist ganz schön aufdringlich hier, weißt du das? Männliches Bonita, ich finde Bonita sieht überweiblich aus. Also so extrem weiblich. Ich finde, das sollte weiblich sein. Wie Luxtra auch. Obwohl Luxio mehr männlich war. Megablock. Ja, das brauchen wir auch nicht. Da geht's irgendwo lang. Wahrscheinlich vermeiden wir damit das Gras. Aber ich werde gucken, ob es hier Trainer gibt.
Oh Mann, was willst du? Jeder vergossene Schweißtropfen macht mich nur noch stärker. Ja, aber bei mir wirst du Schweißtropfen vergießen, dann wirst du vielleicht stärker werden, aber nicht stark genug, Freundchen. Du wirst jetzt... Oh, Glibunkel schon wieder. Das ist cool. Du wirst jetzt wirklich mal deine Grenzen aufgezeigt bekommen. Und zwar von mir. Mir. Und, Mann, wegen dir wird jetzt der Part länger. Du Arschi. Nein, ich wollte Elektro einsetzen. Verzeihung. Jetzt wird er nochmal länger. Vielleicht schreckt er zurück. Das wäre sehr freundlich. Verhöhner. Ich weiß immer noch nicht, was das bringt. Er verhöhnt mich. Was könnte das heißen? Dass ich jetzt irgendwie voll depressiv bin und mein Luxra sich ritzt und dadurch selbst verletzt oder so? Oder die Verteidigung gesenkt wird, weil wir so in Rage geraten? Keine Ahnung. Ja, wir heilen uns immer so ein kleines bisschen. Das bringt schon was. Auch Kleinvieh macht bekanntlich Mist. Ein sehr hier zumindest passender Spruch. Oder allgemein, eigentlich überall passend. Ich meine, wenn man mit Kleinvieh halt die kleinen Dinge im Leben sieht oder meint, dann auf jeden Fall. Na komm. Mit einem Schlag. Oh, boah. Luxra, du lässt nach. Du lässt nach, Fräulein. Geowurf, oh nee. Du lässt eindeutig nach. Eindeutig. Luxra, was habe ich dir getan, hm? Dass du mich so enttäuschen musst. Ich habe dich mit Shadow the Hedgehog verglichen, den ich verdammt geil finde. Ja, das war ein Kompliment. Und du zeigst mir einfach auf, wie sehr es dir egal ist. Du hasst mich. Blödes Ding. Nein, Luxra ist toll. Luxra sieht verdammt geil aus, immer noch. Und Alpollo erreicht Level 31. Also Luxra, wer das Pokémon nicht extrem episch findet, weiß ich auch nicht. Dem ist mal als Kind irgendwas auf den Kopf gefallen. Keine Ahnung, so ein Zementsack. Ja, es tat sicher weh. Nein! Ich setze schon wieder die falsche Attacke ein. Manu! Medite schützt sich selbst. Na, dann ist es ja egal. Funkensprung. Yay, endlich mal ein One-Hit-KO. Endlich. Endlich, nach all den Jahren. Und mit den KP sind wir wieder im grünen Bereich. Na endlich, Marek. Auch wenn ich es kaum glauben kann, aber eine Niederlage ist eine Niederlage. Ja, Marek. Hol mal deine Slifer raus, oder war das Marek? Keine Ahnung. Ich bin aus Yu-Gi-Oh! Raus. Und hier bin ich auch raus aus dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet den Part doch gegebenenfalls und entsprechend. Und einen schönen Tag noch. Ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so regnerisch. Es sei denn, ihr mögt Regen, dann wünsche ich euch so viel Regen, wie ihr erdulden könnt. Euer Vogel. Tschüss.